Willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider und heute geht es mit den Missionen weiter, nachdem wir die ganzen Gräber fertig gemacht haben. Als allererstes wollte ich hier nochmal diese Fähigkeit machen, da wir mit dem letzten Grab ja auch diese Fähigkeit freigeschaltet haben, und zwar das Falschen besserer Preise. Das lernen wir noch, weil es nachher noch zum Händler geht. Ja, und jetzt muss ich eine Nebenmission fortsetzen, die ich schon angefangen habe, kurz bevor wir Unuratu wieder befreit haben. Und zwar steht die Krönung des Prinzen an, der ja jetzt der König schon ist, weil Unuratu gestorben ist. Ja, und da fehlt der letzte Teil. Wir müssen noch einen Bogen besorgen. Nachdem wir das Horn besorgt haben. Und was war das andere? Ach, das Amulett. Jetzt, ja, jetzt kommt der Bogen. Lara, schön, dich wiederzusehen. Gleichfalls, Uchu. Wie laufen die Vorbereitungen für Ätzlis Krönung? Nicht gut, leider. Du warst kaum aus Paititi weg, da brachten Jäger Shans Leiche aus der Wildnis mit. San, war er auch einer von denen, die du losgeschickt hast? Um den Meisterbogen zu holen, ja. Der Meisterbogen. Ich frage ungern, aber... Aber du willst wissen, ob ich den Meisterbogen hole. Es ist viel verlangt. Das ist der am schwierigsten zu beschaffende Gegenstand. Shan war einer unserer Besten. Darf ich fragen, was den Bogen so besonders macht? Königin Unuratus Ahnen schnitzten ihn aus dem ersten Saberbaum, der in der Wildnis außerhalb der Stadt wuchs. Er wurde über Generationen vererbt. Sie hat ihn Saeri, Ätzlis Vater, am Hochzeitstag geschenkt. Er verbindet die beiden Familien, aber er ging vor vielen Jahren verloren. Der Nawal hat ihn. Der Nawal? Das ist jemand, der die Macht hat, sich in ein Tier zu verwandeln, richtig? Ein Animagus. Ja, der hier durchstreift den Dschungel vor der Stadt. Er war neidisch und hat Saeri um den Bogen betrogen. Ätzli ist der rechtmäßige Erbe des Meisterbogens. Ohne ihn kann er nicht König sein. Okay, wo muss ich hin? Danke, du findest den Eingang direkt gegenüber, über dem Flussufer. Ich werde alles tun, um den Bogen zu holen. Einer, der sich in ein Tier verwandeln kann. Ja, jetzt wird hier der Meisterbogen natürlich als Questgegenstand ja in der Quest sein. Als ja ein Questgegenstand sein. Aber ist das hinterher auch ein Bogen, den wir auswählen können? Und ist er dann besser als der erste Bogen? Denn der erste Bogen, den wir in diesem Spiel bekommen haben, voll ausgerüstet, war der beste Bogen bisher. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ach, da. Ja, hier. Hier war ja das Grab. Das achte, was ich gemacht habe. Oder war das das letzte? Ne, das war das letzte Grab, was ich gemacht habe. Ja, und in diesem Gebiet ist auch die Nebenmission. So war das auch eigentlich von den Entwicklern gedacht. Dass man, während man dort ist, auf das Grab aufmerksam wird. Ah, da komme ich doch am Händler jetzt fast vorbei. Kann ich ja jetzt auch zum Händler gehen. Muss ich nicht zweimal laufen. Da ist er. Guten Tag. Hallöchen. Erstmal das ganze Erz verkaufen. Dir gefällt? So, 89 für 90. Verkaufen maximal 4440. 4450. Bitte sehr. Dann haben wir hier noch das Nomad. Nee, das ist jetzt das Speziale.
Und auch 2200. Wahrnehmungspflanzen. Habe ich jetzt auch die letzte Zeit verkauft. Aber ich habe gesehen, dass es jetzt auch im Spiel Erfolge gab, dass man mit Einfluss solcher Pflanzen noch 10 Leute töten muss. Also behalte ich die erstmal. Das mache ich ja dann alles offscreen noch mit den Erfolgen. Rucksack. Bitte sehr. Das könnte ich noch nach San Juan. Nach Juan. Noch eine Waffe kaufen, weil ich habe ja so viel. Jetzt kann ich es machen. Komm bald wieder. Aber während des Spiels, des laufenden Spiels, gebe ich kein Geld für Waffen aus. Das ist für mich unnötig. Das war ja bei Elex genauso. Die Waffen, die ich dort benutzt habe, habe ich alle gefunden. Das einzige, was ich mir gekauft habe, war Munition. Und halt Rüstung hatte ich mir da gekauft. Ach, zu weit. Wenn man so will, habe ich hier ja auch keine Rüstung gekauft. Hier scheint es in den Dschungel zu gehen. Nicht sehr einladend, aber genau darum geht's ja. Die Überreste-Outfits werden gefunden. Ich gehe da gar nicht rein. Hast du den gesehen, den sie rausgezogen haben? Was von dem die Wildnis war, untersuchen. Nur bis zum Ende des Pfads. Wenn mein Vater wüsste, wie nahe ich bei der Wildnis bin. Normal stehen die hier nicht. Ach, darum dieser komische Schrein. Ich habe mich schon gefragt, als ich hier hingelaufen bin zum Grab. Was ist denn das hier? Ist das so ein Ritualgedöns? Bestienabbild. Das muss der Nawal sein. Die mystische Bestie, die den Menschen am Rand von Paititi auflauert. Der Nawal. Ganz am Anfang, ich will es mir jetzt nicht raussuchen, hier fanden wir etwas, da wurde auch in einem Dokument über mystische Tiere. Ist das Knurren? Da wurde auch über mystische Tiere auf jedem Kontinent geredet. Oh, hier geht's ja noch weiter. Was ist das für ein Tier? Da ist doch irgendwas dran festgebunden. Ich wette, der Meisterbogen ist irgendwo da drin. Eine eigene Höhle. Ist hier noch was? Nur ein zerlegtes Tier. Ja, bei den Gräbern, die letzten drei Folgen. Da war ich irgendwie, also bei der Gallione war ich nicht ganz bei mir und dann bei den anderen zwei, das lief auch nicht so glatt. Ich muss sagen, die Gräber während der Kampagne, die liefen besser bei mir. Vielleicht habe ich die da auch ernster noch genommen. Da ist der Meisterbogen, aber ich glaube nicht, dass wir uns den einfach nehmen können und dann verschwinden. Oh oh.
Was ist das? Für ein Tier! Ah! Habe ich zu früh gerade F gedrückt. Und was ist das überhaupt für ein Tier? Ja. Das scheint ein Jaguar zu sein. Ach, E und nicht F. Sirius, du bist ein Versager. Na komm! Den Nahul besiegen. Na, ziehst du Leine? Immer schön in den Kopf. Wo ist er? Sich dem Nahual nähern. Das scheint ein uralter Jaguar zu sein. Und durch diese ganze Rüstung. Also unser Hund fühlt sich auch nicht wohl, wenn er was umzuziehen bekommt. Also zum Beispiel im Winter so eine Überziehjacke, dass es nicht so kalt ist. Okay, bringen wir den Bogen zu Uchu zurück. Tja, was heißt das auch schon wieder? Es gibt keine mystischen Bestien. Das war ein ganz normaler Jaguar. Und irgendeiner hat sich damit einen Spaß erlaubt. Anderer Weg. Hier. Ja, und dann ist man hier wieder beim Grab und da oben war ja die Krypta, die ich dann auch nicht im Video gemacht habe. Weil das hätte dann wieder nicht gepasst beim Schneiden. Also erst wollte ich ja die Krypten auch machen und dann, ja, hatte ich nur noch 31 Minuten übrig. Oh. Hatte ich nur noch 31 Minuten übrig. Die Krypta gehen 10 Minuten und ich wollte alles in ein Video haben. Eine Sache. Und dann, ja. Dann wollte ich jetzt nicht 10 Minuten Krypta-Video machen und im Endeffekt auch noch ein 10 Minuten Video Grab, weil das war ich ja dann auch noch geschnitten. Gut, Schnellreise direkt zurück in die Höhle. Dann können wir gleich mal gucken, ob wir den Bogen auch
ausrüsten können. Weil die Bogenauswahl war in Rise of the Tomb Raider wesentlich mehr. Hier haben wir nur 3. Der Meisterbogen, das letzte Stück, um die Zukunft von Paititi einzuleiten. Und der Nawal, bist du ihm begegnet? Ja, er ist tot. Erzähl, welche Form hatte er? Er war ein Jaguar. Ah, die mächtigste seiner Formen. Er hat dich für einen gefährlichen Gegner gehalten. Uchu, wie lange war dieser Nawal schon im Dschungel? Als Kinder hat man uns immer gewarnt, die Grenzen von Paititi zu überschreiten. Aber seit Amaru die Macht hat, war der Nawal aktiver. Glaubst du, Amaru kontrolliert den Nawal? Ja, als ständige Bedrohung. Jetzt nicht mehr. Du hast viel für die Zukunft von Paititi getan, Lara. Es wäre eine Ehre, wenn du bei der Zeremonie der Könige dabei wärst. Mir wäre es eine Ehre. Hier, ich habe etwas für dich. Das ist von der Rüstung von Etzlis Vater Sairi, als Symbol deiner Tapferkeit. Ich möchte, dass du es bekommst. Danke, Uchu. Ist das jetzt ein Überreste-Outfit oder was kriegen wir jetzt? Ah, jetzt kommt die Krönung. Also wenn jetzt noch Onurato im Bild ist, dann Zeugen eines Neuanfangs zu sein. Willkommen zu der Zeremonie der Könige. Etzli, Sohn von Onurato, Sohn von Sairi, tritt vor. Im Amulett des Retters wohnt die Weisheit unserer Vorfahren. Höre darauf, damit deine Urteile stets gerecht und voller Gnade sind. Im Meisterbogen wohnt die Stärke unserer Vorfahren. Respektiere sie, damit deine Herrschaft verantwortungsvoll und gerecht ist. Und schließlich wohnt in dir, junger Etzli, die Zukunft. Sei ein König, der handelt. Schaffe Hoffnung. Schaffe Liebe. Warte nicht, dass die Gnade aus der Höhe herabsteigt, sondern gib dein Bestes, um sie selbst deinem Volk zu bringen. Volk von Paititi, ich präsentiere euch voller Stolz Etzli, Sohn von Onurato, Sohn von Sairi, yeah, und euer König. Yeah.